Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video schauen wir uns den Pössl Twin S Plus des Modelljahres 2021 in seinen Details an. Mit dem großen Heckbett, mit der riesengroßen flachen Küche, die dem Summit 600 Plus von Pössl Riesenkonkurrenz macht. Mit seiner Nasszelle und der schicken Sitzgruppe vorne. Hier in diesem Auto im Möbelbau Elegance mit dem Polsterstoff Silver und das alles zu einem grundsätzlich sehr, sehr günstigen Preis. Und an dem Auto kann man wunderbar sehen, wo der Einstieg preislich in die Pössl-Welt losgeht. Das alles seht ihr in dem heutigen Video. Bevor wir damit loslegen, denkt dran, unter dem Video einfach auf Kanal abonnieren drücken, dann kommt die Glocke für alle Videos oder für alle Erinnerungen aktivieren. Dann wisst ihr auch in Zukunft immer, wenn wir neue Videos bringen und verpasst kein weiteres Video. Viel Spaß in dem heutigen Video wünsche ich euch. Herzlich willkommen in diesem neuen Video zum Pössl Twin S Plus. Mein Name ist Markus Günther von Togo Reisemobile. Wir sind in der Nähe von Hamburg. Der Ort heißt Stowe, direkt an der Elbe. Es ist wunderschön hier bei uns in der Gegend. Aber darum geht es heute nicht. Wir schauen uns heute an, was ein Pössl Twin S Plus in seiner Grundversion schon alles kann. Dieses Auto ist das perfekte Beispiel, zu schauen, wo der Einstieg in die Pössl-Welt stattfindet, weil der tatsächlich wenig Sonderausstattung mit dran hat und man einfach sehen kann, wie viele Autos es schon gibt ohne lange Liste. Viele unserer Videos sind ja seitenlange Optionen, weil es auch Spaß macht, die Autos auszustatten. Aber hier sieht man eigentlich, dass man schon wirklich, wenn man ein Auto mehr oder weniger nackt bestellt, einsteigen kann, losfahren kann, nicht mehr viel dran machen muss. So wie der Wagen hier steht, haben wir von außen eine einzige Option dran. Und zwar ist das die Option 16 Zoll Felgen. Das sind 100 Euro Aufpreis. Die kann ich euch an der Stelle einfach nur ans Herz legen. Der Wagen hat auch serienmäßig in seinem Grundpreis für 39.999 Euro, glaube ich, oder 990 Euro schon Alufelgen mit dabei. Im Serienumfang wären das aber 15 Zoll Felgen. Für 100 Euro Aufpreis erhaltet ihr diese Felgen. Und dann ist einfach der Radkasten schon eine ganze Ecke voller. Das finde ich, steht dem Auto sehr, sehr gut. Die Außenfarbe, die wir hier sehen, ist imperialblau. Das ist zum einen unauffällig, wenn ihr euch irgendwo in den Wald stellt. Das ist schön dunkel, wenn man eine dunkle Farbe mag. Und das ist eine Serienfarbe. Das heißt, das imperialblau kostet keinerlei Aufpreis. Und so wie der hier steht, ist er von außen wirklich Serie. Wir haben hier ganz bewusst darauf verzichtet, die lackierten Stoßfänger zu bestellen, weil ich denke, bei so einem dunklen Auto, wo ich sowieso Kunststoffanbauteile habe, passt das hervorragend. Und die Citroën-Schnauze mit dem verchromten Grill hier vorne, den schwarzen Kunststoff-Stoßfängerecken und dem Imperialblau, das passt hervorragend zusammen. Auch die Fensterkonfiguration, so wie der Wagen hier steht, ist absolut serienmäßig in dem Pössl, in allen Plus-Modellen von Pössl, also auch in dem Pössl Twin S Plus, wie er hier steht, habt ihr das Fenster in der Nasszelle serienmäßig mit dabei. Das heißt, wir haben wirklich hier rundherum Licht und Luft und können da wunderbar ran. Das Einzige, was diesem Wagen vielleicht von außen noch fehlen würde, wäre auf lange Sicht, aber das kann auch jeder für sich selber entscheiden. Auf der einen Seite könnte man hier noch eine Markise dran machen. Das machen wir zugegebenermaßen bei vielen Fahrzeugen. Und dann fehlt noch irgendeine Art des Fahrradtransports, wenn ihr Fahrräder mitnehmen wollt, sei es E-Bikes auf einer Art Busbiker oder Anhängerkupplungsträger oder normale Fahrräder auf einem normalen Träger hinten dran. Aber ansonsten kann man wirklich sagen, Pössl Twin S Plus ist ab Werk sofort startklar. Und wie viel ab Werk drin ist, schauen wir uns jetzt von innen mal an, starten ins Auto und gucken uns an, was der Wagen alles schon von Haus aus mit sich bringt. Bei den Pössl D-Line Modellen habt ihr bereits im Serienumfang die tolle Zuziehhilfe mit dabei. Das heißt, frei übersetzt, wenn man die Tür aufmacht, mache jetzt einfach mal, dann fährt hier hinter so ein Schließmechanismus raus und wenn ich sie zumache, kann ich sie ganz leise schließen. Einfacher Kontakt reicht und das letzte bisschen zieht er von alleine ran. Das ist bei fast allen Plus-Modellen Serie, bei allen Pössl D-Line Autos, also auch beim Pössl Road Cruiser und all seinen Schwestermodellen sozusagen mit dabei. Wenn ich das Auto in der Serienkonfiguration lasse, dann muss ich mir einmal bewusst sein, dass ich hier einen Endanschlag habe. Theoretisch hätte die Schiebetür ja noch ungefähr so viel Spielraum, was sie weiter nach hinten gehen könnte.
Da hat Pössl aber einen Endanschlag unten an der Tür gemacht, dass wenn ich dieses Fenster geöffnet habe, weil ich Luft im Bettbereich haben will, dass ich nicht mit der Schiebetür die Möglichkeit habe, das Fenster kaputt zu hauen. Es gibt zwei Lösungen, wenn man sagt, ich will, dass die Schiebetür weiter aufgeht. Lösung 1 ist einfach Endanschlag rausschrauben, hoffen, dass man dran denkt, wenn das Fenster geöffnet ist. Oder das Fenster einfach gar nicht aufmachen. Das ist aber sicherlich nicht so clever, weil es, erfahrungsgemäß ist es nur eine Frage der Zeit, bis es schief geht. Als Option, ich glaube ungefähr 180 Euro Aufpreis, bietet Pössl auch an, hier ein Schiebefenster zu bekommen. Dann geht das Fenster nicht so auf, sondern schiebt sich einfach hintereinander. Und dann kann ich die Schiebetür ganz aufmachen. Nachteil des Schiebefensters ist, dass man eben nur die Hälfte des Fensters aufmachen kann. Und bei dem Aufstellfenster kann ich es wirklich ganz aufmachen und kann es auch bei Nieselregen öfter mal stehen lassen. Ja, so viel, so gut zu dem Pössl Tubin S von außen. Wir gehen jetzt mal gemeinsam rein und schauen uns an, wie dieser Tubin S Plus von innen ausgestattet ist. Herzlich willkommen, kommt mit rein, schaut euch das den Wagen an. Auch im Innenbereich haben wir hier tatsächlich ganz wenig Sonderausstattung mit drin, die ihr seht. Also schon auf den ersten Blick, wenn man in den Wagen reingeht, ist der Tubin S Plus ein komplettes Reisemobil. Jetzt muss man ganz klar sagen, eine grundlegende Option haben wir hier. Das ist einfach eine Geschmacksfrage, wie man das haben will. So wie der Wagen hier steht, steht er im Möbel. Oder im Möbelholz Elegance. Das heißt, wir haben hier dieses gräuliche Holz mit den weiß glänzenden Klappen und den Chromgriffen hier vorne dran. Das ist eine Option, die kostet knapp 600 Euro Aufpreis. Serienmäßig wäre das Holzdekor Basic. Da machen wir euch jetzt auch noch mal ein, zwei Bilder rein, dass ihr schauen könnt. So sieht das aus. Das ist also eindeutig mehr Holz und vielleicht ein bisschen gemütlicher. Der Polsterstoff, den ihr hier seht, der Polsterstoff heißt Silver. Das ist der Serienstoff, den die Plus-Sondermodelle von Pössl von Haus aus mit dabei haben. Alternativ gäbe es da eben auch noch den einen oder anderen, aber der Silver, so wie ihr ihn hier seht, passt perfekt zu Basic und zu dem Elegance-Dekor und ist der Serienstoff ohne Aufpreis. Beim Tubin S Plus haben wir hier vorne im Prinzip die normale Sitzgruppe, die so ein 6 Meter Auto hat. Die ist großzügig, die ist geräumig. Wir haben als eine der wenigen Optionen in diesem Fahrzeug den Alternativtisch mit drin. Das heißt, ich habe hier den Schwenkteil des Tisches. Wenn ich das alles mit rausnehme, habe ich bis ganz nach außen 1,15 Meter. Der Serientisch hier vorne hat 84 cm und auch von der Breite des Tisches haben wir mit 55 cm Tiefe einen absolut großen Tisch. Und so kann man, glaube ich, wirklich auch, wenn man mal zu dritt oder zu viert ist, einmal könnte ich, wenn ich das als eine Art mobiles Office benutzen würde, hier wunderbar dran arbeiten, weil ich so ein bisschen Ablage habe. Es fühlt sich richtig an, so ein bisschen wie ein Büro von der Arbeitsfläche. Und was super schick, oder was heißt super schick, was super elegant von Pössl gelöst ist, ist, dass jetzt in dem neuen Modell ja hier der Tisch ein bisschen eingeschnitten ist. Das heißt, wenn ich die Sitze in Fahrposition gedreht habe, ist auch für Leute, die etwas zu klein sind für ihr Gewicht, hier der Durchstieg von vorne nach hinten deutlich einfacher, weil ich eben nicht an dem Tisch hier hängen bleibe. Die Sitzgruppe ist vom Abstand, habt ihr natürlich die zwei Dreipunktgurte. Und um hier unser Referenzmaß nochmal zu nehmen, haben wir auf Tischhöhe bis zur B-Säule 98 cm zur Nasszellenwand und da oben an der wirklich Nasszellenwand zur B-Säule haben wir hier 1,18 Meter. Das, glaube ich, ist das Maß, was man braucht. So fühlt sich das auf jeden Fall ganz normal und richtig an. Serienmäßig habt ihr bei Pössl, wird viel mit diesen Lichtleisten gemacht in den D-Line-Autos. Das heißt, ihr könnt die Spots, die drin sind, einfach rausnehmen. Man könnte den jetzt auch mit in den Bettbereich nehmen oder einfach wieder reinklippen und da, wo ich sitze, zum Lesen benutzen. Das hat den großen Vorteil, dafür gibt es auch USB-Adapter. Die könnt ihr einfach nehmen und mit reinklipsen. Als kleine Option haben wir hier oben, wenn du da einmal von unten kurz gegenfilmst, das ist ein Teil des Elektropakets, einer der wenigen Optionen. Das Elektropaket 1 bei Pössl heißt,
Wir haben hier Doppel-USB und 230 Volt und im Heckbettbereich nochmal Doppel-USB und 230 Volt. So hat man dann insgesamt mit den serienmäßigen Steckdosen ein richtig schönes Setup an Steckdosen, braucht da eigentlich auch nichts mehr machen. Wenn wir uns den Tuben S Plus preislich anschauen, so wie er hier steht mit der gesamten Ausstattung, das sind jetzt noch 19% Mehrwertsteuerpreise, da kostet er 45.500 Euro. Auf den aktuellen Preis, dieses Fahrzeug ist Stand heute übrigens noch zu kaufen, sind wir bei, jetzt rechne ich es einmal genau aus, ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal kurz geschaut, netto 38.289,19 Euro, Mehrwertsteuer 16% sind 44.415 Euro, die der Wagen vom Listenpreis so kosten würde. Da haben wir dann sogar schon Radio mit Rückfahrkamera mit dabei. Da sind zwei Wohnraumbatterien dabei. Da ist der Möbelbau Elegance mit dabei, eine Smartphone-Halterung. Das CP Plus bedient halt von der Heizung, das sehen wir gleich. Und Frachtkosten und sowas ist alles auch noch mit dabei. Das heißt eigentlich wirklich nur noch Anhängerkupplung, Markise, Fahrradträger, irgendwas in der Richtung. Und dann habt ihr wirklich ein komplett fertiges Auto für ungefähr 45.000 Euro. Und einen kleinen Nachlass gibt es bei uns von Togo ja auch noch. Da finden wir dann sicherlich eine Lösung. Gegenüber der Sitzgruppe, jetzt fängt es an zu regnen, wir machen mal die Tür zu. Alle Schuhe drin. Ich erinnere nur an die nassen Schuhe aus dem letzten Video. Ansonsten übrigens auch eine gute Überleitung. Wer die nassen Schuhe von Chris aus dem letzten Regenvideo sehen soll, klickt jetzt da oben in die Ecke auf das Video. Da seht ihr auch gleichzeitig, wie der Pössl Summit 600 Prime von innen aussieht. Der ist nämlich von der Grundrissidee eigentlich diesem Auto sehr ähnlich. Nur ein komplett anderer Möbelbau und hier vorne mit dem Skyroof. Schaut euch den einfach auch nochmal an, wenn ihr diese Grundrissidee hier auf jeden Fall mögt. Und für mich immer wieder eine Freude, das zu sehen. Ja, grundsätzlich haben wir die flache Küche. Dieses Auto ist ja primär dafür da, dem Summit 600 Plus ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen. Das ist nämlich ein Auto, wo wir wahnsinnig lange Lieferzeiten haben, weil einfach das Raumgefühl so schön ist, weil es auch viele schicke Lösungen hat. Da hat Pössl gedacht, wenn das so gut ankommt, wir da aber mit der Produktion nicht hinterherkommen, dann machen wir mit dem Tuven S Plus ein Fahrzeug, was ähnliche Stärken hat, noch einen kleinen Tick günstiger ist, ein paar Dinge anders löst und vielleicht andere Leute anspricht, um da auch ein bisschen mehr Fahrzeuge zur Verfügbarkeit zu haben und nicht Lieferzeiten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu haben. Ja, beim Tuben S Plus ist es so, dass wir hier die flache Küche haben mit dem Kühlschrank auf der Stirnseite. Der ist natürlich auf beiden Seiten angeschlagen. Und was wir hier gerade besprochen haben, ich habe natürlich im letzten Video die Kühlschrankgröße. Da war natürlich noch in dem Summit-Video der Kühlschrank aus dem Modelljahr 20 drin. Jetzt hier ist der etwas höhere Kühlschrank. Das heißt, wir haben kein Bedienteil hier oben mehr. Das ist ein Kühlschrank mit 98 Liter Volumen. Das Tiefkühlfach wäre rausnehmbar und um dieses Mehr an Größe vorne zu haben, wandert die Steuereinheit weg und sitzt jetzt, ich gehe mal kurz einmal durchs Bild gehuscht, sitzt jetzt hier auf der Seite mit dabei. Das heißt, ich kann hier den Kühlschrank ein- und ausschalten, kann drei verschiedene Betriebsmodi wählen mit Performance, das ist mehr oder weniger Normalbetrieb, Silent, also eine Art Nachtabsenkung und Boost, schnell und viel Leistung. Ganz elegant gelöst. Hier ist natürlich auch ein Kompressorkühlschrank, hat ja immer ein gewisses Betriebsgeräusch, was ihr nicht unterschätzen dürft. Dadurch, dass der Kühlschrank nach vorn gerichtet und weit, möglichst weit weg vom Kopfende des Bettes ist, ist natürlich das auch vom Nutzen sehr angenehm. Wenn ich jetzt noch einmal da durchgreifen darf und mir mein Maßband dazu hole, heißt es eigentlich Maßband oder Bandmaß, weiß ich nicht genau. Maßband. Haben wir hier im gesamten Küchenblock 1,28 Meter bis hier hinten und das auch echt in einer großen Tiefe mit 49,5 cm. Die große Arbeitsplatte liegt zum Teil natürlich auch damit dran, dass wir hier ein etwas kleineres Kochfeld haben, weil die wenigsten Leute eben riesengroße Menüs zubereiten. Haben wir hier zwei Gasflammen, die natürlich einen Piezozünder mit dabei haben. Und das Tolle hier ist, wenn da mal was überkocht oder so, kann man das eben auch alles wegnehmen und einfach hier im Waschbecken einfach mal eben schnell wegwischen, ohne dass man da jetzt großartig was rauswischen und rübertragen muss. Will ich das nicht nutzen, einfach Glasabdeckung drauf. Hier ein richtig schöner Wasserhahn, gefällt mir auch gut. Und dann haben wir hier von der Front
Da natürlich den Kühlschrank, da könnte man wunderbar noch irgendwie einen Mülleimer oder sowas mit dran machen. Und hier hinten die Schubladen. Da stehe ich jetzt ein bisschen ungeschickt, aber drei Schubladen, zwei breitere oben und unten eine etwas kleinere, weil da in der Ecke, die jetzt nicht genutzt wird, die ganze Technik vom Kühlschrank nach hinten rauswandert. Deswegen hat er eben etwas mehr Volumen. Das machen wir wieder zu. Werfen noch, um es komplett abzuhaken, hier drüben einen Blick rein. Das ist kein echter großer Stauraum mehr, aber ein bisschen was kriegt man rein. Da habt ihr das Frostschutzventil vom Boiler, den FI-Schutzschalter, also quasi die Hauptsicherung und ein bisschen Beginn der Verteilung. Der Rest der Technik ist bei den Pössl-Modellen ja größtenteils so, dass ihr die ganze Steuerung unter dem Fahrersitz habt. Da sind auch die ganzen Sicherungen gesammelt und die Batterien, so wie jetzt hier, haben wir zwei Wohnraumbatterien, die sind unterm Beifahrersitz. Wer mehr Batterieleistung haben will oder Gewicht sparen will, dem rüsten wir die Fahrzeuge gern auf Lithium-Ionen-Batterien um und machen mit Solaranlagen und allem anderen natürlich das Auto für euch sonst auch autark, weil man gerade mit dem Kompressorkühlschrank, man muss das alles vernünftig aufeinander abstimmen, aber das machen wir bei eurem Auto natürlich sehr, sehr gern. Von der Stehhöhe haben wir das hier so wie in fast allen anderen Autos. Wir haben hier im Flur, ne, gemessen, 1,90,3 Meter. In der Dusche dürfte es nicht so entscheidend viel weniger sein. Ich habe jetzt den Boden von der Duschwanne rausgenommen. Dann haben wir 1,88,5 und wenn der Boden, das ist der hier, eigentlich mit drin liegt, dann hat man auf der oberen Ebene 1,77,5, also ein bisschen flacher. Das ist aber auch teilweise wirklich von Vorteil, weil je nachdem, wie groß man ist, wenn man jetzt hier auf Toilette sitzt, für mich mit sehr langen und großen Beinen sicherlich kein Problem und auch angenehm. Für viele Leute wäre es durchaus angenehmer, wenn das ein bisschen höher ist. Außerdem habe ich neulich bei den Ernährungsdokern im NDR-Fernsehen gesehen, wer auf Klo sitzt, soll die Beine ein bisschen höher stellen. Das ist nämlich die natürliche Haltung auf Toilette. Aber die meisten Leute nutzen die Toiletten in dem Auto ja sowieso weniger. Wer seine Toilette viel nutzt, dem sei die Information gegeben, dass wir jetzt gerade in der Werkstatt den ersten Tuben Plus auf eine Trocken-Trenntoilette umbauen. Wenn wir damit fertig sind, machen wir das sicherlich auch, zeigen wir euch das sicherlich auch in einem Video. Damit kann man eben noch einen deutlich größeren Autarkiegrad herstellen. Ich hoffe, dass das alles passt. Wenn es passt, werdet ihr das in einem Video sehen. Und dann haben wir ja schon ein Video zum Einbau der Trenntoilette gemacht. Da verlinkt euch Chris unten in der Videobeschreibung nochmal ein Avanti EB, wo wir das schon gemacht haben, und ein Road Cruiser Revolution, dass man einfach mal sehen kann, was geht. Wenn man so auf Klo sitzt, das ist jetzt nicht unendlich viel Platz, aber es ist ja auch kaum jemand breiter als ich, passe hier aber trotzdem gut hin, fühle mich wohl, kann meinen Arm hier gemütlich ablegen und kann dann auch, wenn ich fertig bin, hier wunderbar mir die Hände waschen. Das ist ein großes Waschbecken, wo ich gut mit den Händen drankomme. Und das Tolle hier ist, nehme ich den Duschschlauch raus, kann ich den durch das Fenster in der Nasszelle, das habe ich ja draußen schon gesagt, was hier serienmäßig mit dabei ist, eben auch als Außendusche benutzen und spare mir so die Investition für die Außendusche. Stauraum gibt es nicht unendlich viel, aber wir haben hier oben ein schönes Fach, das geht hier noch ordentlich um die Ecke. Und hier an der Seite eine Ablage, die auch mal fast eine Hand tief ist, so dass man alles, was wichtig ist, hier unterbekommt. Und da ist noch ein kleines Fach, wo man noch zwei, drei Handtücher und ein bisschen Reserventoilettenpapier mit reinpacken kann. Aber dann ist die Nasszelle auch richtig gut genutzt. Und wenn ihr euch abends hier schön frisch gemacht habt, dann könnt ihr rüberhüpfen ins Bett. Und das tun wir jetzt auch. Das ist das Schlafgemach hier hinten im Tuben S Plus. Wie ihr seht, habt ihr auf der Kopfseite eine schöne offene Ablage. Hier die gleichen Lampen, wie wir vorne in der Sitzgruppe haben. Wenn man jetzt sagen würde, ich brauche hier mehr USB-Steckdosen, könnte man hier eben auch die USB-Adapter reinpacken. Irgendwo hier, und zwar genau da hinten, haben wir schon Doppel-USB und 230 Volt. Das ist eben im Rahmen dieses Elektropakets mit dabei. Das, was eben der große Vorteil und für einige Leute eben vielleicht auch der Nachteil dieses Autos ist, ist, dass wir das Raumgefühl offen haben. Bei den anderen Tuben, es gibt ja noch einen Tuben R Plus mit dem Raumbad. Da blenden wir euch vielleicht einmal jetzt den Grundriss mit ein. Da habt ihr hinten etwas breiteres Bett, schlaft aber quasi einmal gedreht, also Kopfende da. Und es gibt den Klassiker unter den Kastenwagen, ich sage mal den Golf unter den Kastenwagen.
Das ist der normale Tourin Plus, der hat halt hier das nach oben gezogene Schrankelement. Damit habe ich in den anderen beiden Fahrzeugen einen etwas abgeschlosseneren Schlafbereich hinten. Aber hier habe ich natürlich, wenn ich im Bett liege, die absolute Sichtachse nach vorne. Und was wir zum Beispiel bei solchen Grundrissen häufiger machen, ist, wenn Sattanlagen dabei sind, die kommen ja hier vorne meist auf die Nasszellenwand, kann ich den eben rausschwenken, 180 Grad drehen und zum Beispiel auch von hinten nutzen. Ich persönlich brauche immer nicht so unendlich viel Stauraum, wenn ich mich jetzt mal zu zweit fahren sehen würde, und finde dieses großzügige Raumgefühl, gerade mit ein bisschen mehr Kugel vorne rum, sich frei bewegen zu können, keinen engen Einstieg ins Bett zu haben, weil auch wenn du hier hochgehst, kann man halt wunderbar sich hier in alle Richtungen drehen und stößt nirgendwo an. Das finde ich schon sehr angenehm. Bei Pössl schön gelöst, haben wir immer umlaufend die Schränke hinten am Bett. Bei dem Möbel Décor Elegance eben hier auch in Hochglanzweiß mit den Hölzern. Und so wie ihr jetzt die Fensterkonfiguration seht, ist sie serienmäßig beim Tourin Plus. Das heißt, wir haben hier das Aufstellfenster. Das könnte man auch weglassen. Wer da kein Fenster hat, hat dann noch mal ein bisschen mehr Liegelänge gefühlt, weil man einfach nichts im Nacken hat. Wer mehr Fenster will, kann auf der Seite ein Fenster dazu haben. Und die Dachhaube oben ist hier vorne, hier im Bettbereich, das Mini-Heki serienmäßig. Und vorne über der Sitzgruppe haben wir das Midi-Heki, also 70x50, und in der Nasszelle die kleine Dachhaube nicht zu vergessen. Zwei Fenster in den Hecktüren und wer will, kriegt all diese Fenster auch als Rahmenfenster. Wenn du dich einmal 180 Grad drehst und auf diesen wunderschönen knallroten Roadcamp Air hältst, der hat die Rahmenfenster mit drin, dann werden es die Seitz S7 Rahmenfenster, die ihr damit haben könnt. Jetzt fehlen uns noch die Maße vom Bett und dafür komme ich mal zu euch nach hinten rum. Dann können wir da mal schauen, wie der Tourin Plus von den konkreten Maßen mit hinten ist, ob das nur breit aussieht oder ob das auch wirklich breit ist. Wir haben hier vorne im Oberkörperbereich 1,54,5, das ist ganz schön viel. Ja, da also 1,55 Breite im Oberkörperbereich, das finde ich echt viel. Es wird ein bisschen weniger zum Fußende hin. Da haben wir 1,41 von der Größe. Dazu haben wir unten den Stauraum, wenn ich das Messgerät schon in der Hand habe, haben wir hier in der Breite 91,7 cm und dann... Ne? Ne, 35 ist zu wenig, das kann nicht sein. Knapp 1,35 in der Tiefe, das wird zur anderen Seite hin ein bisschen mehr und hat hier auf der Seite gute 1,50 von der Tiefe. Also absolut ein vollwertiger Stauraum. Das, was jetzt hier drin liegt, ist das... Hast du die Länge schon gemessen? Die Länge vom Bett, nee, die habe ich noch nicht gemessen, korrekt. Gut, dass einer auf mich aufpasst. Die Länge vom Bett hier haben wir... Wenn ich nicht so zitterig wäre, so nochmal, haben wir knapp 1,95 in der Länge. Bei Pössl immer so aufgebaut das Bett, dass man, wenn man möchte, die Matratzenteile nehmen kann. Das raschelt jetzt ein bisschen, ich hoffe, das geht für euch. Hier gestapelt hinlegen kann, das Lattenrost eben auch gestapelt nehmen kann und dann mit den Gurten nach oben hin sichern kann, sodass, wenn ihr das Auto wirklich mal für einen Umzug oder sowas missbrauchen wollt, dass man das auf jeden Fall machen kann oder mal ein Fahrrad mitnehmen. Dafür kann ich dann auch die Schottwand vorne einfach nach oben hin rausziehen und habe dann wirklich auch, wenn ich mal was Langes aus dem Baumarkt mit nach Hause nehmen muss, die volle Durchladelänge. Von der Aufteilung, was sehen wir hier hinten sonst noch? Auf der Seite Frischwassertank, also das ist für euch toter Raum sozusagen. Und hier, das ist ja den Leuten auch immer wichtig, die 2x11 Kilo Gas, die damit reingehören oder reinpassen, beide von hinten zu beladen, dass ihr nicht den ganzen Stauraum ausräumen müsst. Und dann haben wir da vorne, kommen wir jetzt nicht vernünftig ran, noch eine zweite Klappe mit drin. Da ist wirklich noch Stauraum, den man für die Sachen, die man seltener braucht, benutzen kann. Ja, also, wir haben jetzt hier ein Auto gesehen. Grundpreis 39.900 Euro. Jetzt haben wir hier nicht so viel Ausstattung, aber wirklich mit Radio, Rückfahrkamera, mit der zweiten Batterie, mit dem Möbelbau Elegance, mit den zusätzlichen Steckdosen, als 140, habe noch gar nicht gesagt, welcher Motor, mit 140 PS, habt ihr hier einfach wirklich ein Auto, was schon dann für, nein, mit Markise und Anhängerkupplung ungefähr 45.000 Euro ein vollwertiges Wohnmobil ist. Mehr braucht man nicht. Es gibt natürlich viele schöne Alternativen,
Und man kann immer noch ganz viel anderes machen. Aber hier habt ihr wirklich schon zu einem super günstigen Einstiegspreis das volle Programm an Reisemobil. Bei der Konfiguration eures Wunschfahrzeugs helfen wir euch gerne. Plant immer ein bisschen Lieferzeit mit ein. Die Wohnmobilbranche spielt ja jetzt momentan ja verrückt. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr auch alle weiteren Videos seht. Und ich freue mich dann auf euch im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß mit allen anderen und bis in Kürze.